Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem neuen Video geht es einmal ums Backen. Ja, wir sind in der Weihnachtszeit angelangt und ja, heute backen wir mal die Butterkekse. Einmal ein einfaches Rezept zum Anfangen für euch. Falls ihr mal Besuch kriegt, könnt ihr mal einfach ein Butterkeksen-Rezept ausprobieren. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und los geht's! Ja, für die Butterkekse brauchen wir 300 Gramm Mehl, 150 Gramm Staubzucker, 150 Gramm Butter, eine Packung Vanillezucker, eine Packung Backpulver, ein Ei und 4 Gramm Zitronensaft. Als nächstes geben wir alles in eine Schüssel und verkneten es zu einem Teig. Als nächstes die Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben und den Teig dünn ausrollen. Wenn der Teig dünn ausgerollt ist, mit einem beliebigen Ausstecher ausstechen, die ausgestochenen Formen mit einem dünnen Messer oder Gegenstand ausheben und auf ein Backpapier geben. Den restlichen Teig zusammenkratzen und zum anderen Teig dazugeben. Ja, mit der ersten Fuhr sind wir jetzt soweit fertig. Wir haben Sterne ausgestochen und in der Zwischenzeit geben wir sie bei 200 Grad Unter- und Oberhitze rein, bis sie goldbraun gebacken sind. In der Zwischenzeit können wir mit dem zweiten Teil des Teiges weitermachen. Ja, währenddessen wir die zweite Fuhr ausgestochen haben, sie ist die erste Fuhr im Backrohr drinnen und wie ihr seht, sind sie schon fast fertig. Jetzt gehen wir sie noch raus und lassen sie abkühlen. So, die zweite Ration ist schon wieder fertig. So sollten sie ausschauen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, ob man was extra machen kann. Und ich habe mir gedacht, dass man die Butterkekse halb Schokolade machen, halb normal lassen. Und da könnt ihr fantasiefreien Lauf lassen, ihr könnt Zuckerglasur drüber tun mit Streusel und was weiß ich, also da könnt ihr alles Mögliche ausprobieren. Ja, wir nehmen die Kochschokolade, ich habe noch Kochschokolade daheim gehabt, geben sie, wir machen ein Wasserbad, eben ein bisschen Wasser in den Topf, eine Metallschüssel, eine dünne, dass der Schokolade schmelzen kann und jetzt warten wir bis er geschmolzen ist und dann geben wir die Butterkekse dazu. Ja, die Schokolade ist jetzt zerschmolzen und als nächstes können wir so
Butterkeks nehmen, ich nehme jetzt also eine Herzform her und tue sie jetzt mit Schokolade überziehen. So, das waren die Butterkekse bzw. die Kekse mit Schokolade überzogen. So sollten sie ungefähr ausschauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht da einen Abo-Button, ist natürlich auch kostenlos. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.